Ja, du? Ja, ich. Bei bei irgendwem. Henges plus Basti GHG, glaube ich. Henges plus wenig Kraft, glaube ich nicht. Gaume HD plus wenig Kraft, glaube ich auch nicht. Zombie plus German Let's Play. Nee. Paluten und German Let's Play, confirm. Crafting Pad plus The Beats. Wäre geil, wenn The Beats überhaupt mitmachen würde. Dr. Banks plus Gaume HD. Glaube ich nicht, weil Gaume HD glaube ich entweder mit FreaksLP oder wieder mit einem anderen Team, aber eher mit FreaksLP. Felsen HD plus Basti GHG. Nö. Felsen HD plus bei Stegi unter den Hashtag Versuchung, dass wir nicht mehr in Nether sterben. Geiler Hashtag. Ja. Und der zweite, die zweite Hälfte, wenig Kraft und Stegi, nö, wenig Kraft und Phasen HD, nö, De Favo und Phasen HD, eventuell Basti GHG und De Favo eher nicht. MC Expert und Stegi, Versuchung, dass Stegi nicht im Nether stirbt. Und Tomination und wenig Kraft eher nicht. Dann, einer hat sich bedankt, dass wir so viele Kommentare im letzten Video eingefügt haben. Wir wollten auch dazu nehmen, und zwar Adwin HD LPs. Ich schätze Pat oder I'm Ruffy, muss man nicht kennen. Und thanks, dass ihr alle meine Kommentare genommen habt. I'm Ruffy, kein Plan. Ich glaube aber noch immer, dass Crafting Plant mit den Beats macht, wenn er mitmacht. The game is real, glaubt das minus gut. Crowncrafter Team könnten, wir glauben eher Minus Dude und Sinus. Wir lesen zwar die meisten Kommentare vor, aber wir werden sie jetzt am Schluss in der Grafik nicht alle ändern, sondern so machen, wie wir es natürlich glauben. Ja. Außer steht confirmed dabei, weil dann ist es wieder was anderes. Animations for you, Dom Schaffler und der Radi, die Lucky Blocke. Witziges Team, der Radi und Shop Schaffler. Peace TV sagt, jetzt viel plus nicht nur nur. Hashtag nicht viel. Wäre geil, weil dann hätten wir auch endlich einen Teampartner mit. Für jetzt viel. Oskar Merks sagt, Alphastein und Repeaks. Audio Unterstein! Das wäre so ein Hardcore. Ah! Adwin HD LPs sagt, Vive HD oder HD plus Klängern. Hashtag, ist das normal? Das ist ihr gemeinsames Format. Wäre geil, weil dann wüssten wir nicht mal, mit wem Vive teamen würde. Danke dafür. Kilo TV, Hunter x Hunter Reference, sagt Holly LP und Isen LP, Easy LP, Wintercracker und O-Saft, Wintersaft, Bushi, Broken Farms TV, genau. Broken Farms TV und Paul Jobine machen auch mit, sind alles nur Vermutungen. Danke dafür. Kideo TV, vielleicht auch noch Corncrafter plus Castcrafter. Castcrafter. Hashtag CC und Easy plus Let's Fill. Let's Doppel C. Let's Doppel C. Nice. Der Hashtag ist geil. Wäre geil, weil dann müssen wir auch nicht mehr mit dem Easy macht, wenn die dann nicht mitmacht. Aber. Jo. Schwierigen Baumann. Ich hab da jetzt kurz Baumann gelesen. Zwei coole Teams hat er, nämlich Patrid und Crafting Pad und Minus Sinus. Also Minus Dude und Sinus. Letzteres ist confirmed. Halbblutprinz sagt, Basti GHG und Patrick GHG könnten auch Hashtag Kompetenz oder Basti GHG und die Fabo. Hashtag Basbo. Und dann bei Patrick GHG mit V-King. Hashtag LKW Crew. Basti GHG glaube ich noch mehr, dass er eher mit Hengens macht. Und Patrick GHG. Hatten wir schon einen Kommentar mit V-King, wäre da ein geiles Team, wenn Patrick GHG überhaupt mitmacht. Dann hat er noch geschrieben und ich glaube, wenn. Ich glaube, wenn. Wie sagt man denn nochmal? Arazul. Arazul, HD und Chaosflow 44, wie auch immer, mitmachen, was ich nicht glaube. Ja, wir jetzt langsam auch nicht mehr. Werden sie wohl eher Hashtag Gurke. Die gegenseitig Blockierer. Ein paar Teams. Euer Lieblingsteam Arasul und Chaos. Arasul unterstrich HD und Chaos Flo 44. Hashtag Illuminati. Nebelnik und Gronk zu 2%. Meiner Meinung nach zu 0,1%. Concrafter und Kedos, Fragezeichen. Castcraft und Mr. Moore. Hashtag Morecast. Vielleicht heute Haubner Papaya rein und die macht dann mit
irgendwie im Team. Erstes Mädchen in Baro. Eigentlich sind wir zart. Ja, irgendwie schon. Wir leben im 20. Jahrhundert. Im 21. Jahrhundert! Also der Knitz lebt noch im 20. anscheinend. Ich lebe im 20. Nein, nein. Nee, lass mal nicht mal. Also er hat dann noch weiter geschrieben, es war Nummer 6, ich und Concrafter. Never in my dream. 7 ist Early Boy und Alpha Stein, Hashtag lautstark. 8 ist der Hund von Luca Balu und Balui, Hashtag Ball. 9 ihr beide. Sehr witzig. 10. ist Lukas der Rapper und komme zu 20%. Ich glaube nochmal, Lukas der Rapper macht mit Hallo. Patsch. 11. ist Spark und das Spark. Spark. Und das Minecraft-Wiki. Spark weiß mehr als Wiki. Easy. 12. Svenny, Veni und SK. Ja, das ist schon confirmed. Dankeschön. 13. Ja, das glaube ich auch. Ihr beide zu 0,01%. Sehr witzig, wir haben 0%. 14. Mir fällt nichts ein. 15. Viel Spaß beim Lesen. Hatten wir. Danke. Alibaba, Basti GRG und Schmocki wäre richtig krass. Ohne Cooldown, Hashtag Combo. Ach komm, Junge, sie werden es auch in der 1.9 schaffen. Gamer Adi, Vermutung Spark und Skate, Hashtag Lightfall oder Frau im Haus? Be Lightfall? So irgendwie? Lightfall wahrscheinlich. Ja, Lightfall halt diese. Frau im Haus. Wäre richtig geil, wenn es geht mit Spark macht. Nach kurzer Pause, Alexander Jelef, Sagome Hatte und Crafting Bad. Oder Gome und Dr. Banks. Dr. Banks macht einen Pixelwolf. Gorbatschow. Zu 99% Gome. Kardoschka. Macht den Schicksalfe. Leningrad. Als Maus. Sorry. Ah, das ist mega. Markus 1926 oder Markus 1926 oder was auch immer, wie du willst. So eine Idee. Hashtag wie live. 2 Seconds. Dena und Concrafter. Das wäre das behindertste und geilste Team, was ich mir vorstellen könnte. Weil die kommen ja nicht einmal auf den Server drauf, als ja. Sie so, es denn sind. 2 Seconds wäre ich geil. Sie gehen den so Server, einfach sie so sind instant gestorben. Down. Es werden einfach nur mit reingenommen. Format, Hand of Blood, Tinendo und Issi und Dena kennt, müsst ihr euch anschauen. Mega witzig. Unter dem Hashtag Dizzy, Dena und Issi. Sie sind schon so oft verreckt. Ist aber ein super Name! So viel hast du Schmuggi und Petrik mit mir in den Leben nicht auferstanden! Ich sitze neben und hab gerade mal die Hälfte verstanden. Jetzt weiß ich, was ihr meint. Sprecht ein bisschen genauer. Nee. Nebelig und Eiferstein? Das will. Bye, 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 bye. Schau, was die Miete macht. Till Hartmann. Und irgendwas in der Klammer, wie auch immer, will ich das nicht vorlesen. IFLP oder IFLP und Honeyball unter dem Hashtag Frauenpower. Wäre mega geil, weil dann wären endlich mal Mädchen bei dem Varo-Projekt dabei. Und ich übersteuere. Meh. Also, Krisi wird nie wieder kommen, also lese ich jetzt mal weiter. Hallo, hallo hat geschrieben. Hallo, 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 hallo. Alpha plus alter Beule. Leider ohne Hashtag, aber hatten wir schon öfters. Das wäre alter in allen Beulen. Nach kurzer Katzentherapie bin ich wieder da. Kühlschrank sagt Domsen und Weißweiß oder Domsen und Let's Vendetta. Ich hoffe, ersteres. Domsen macht. Also, Domsen könnte ja mitmachen. Ja. Nur halt nicht mit dem er Beef gehabt hat. Habe ich schon wieder vergessen, wer das war. Wie sie denn dann am Part gesehen haben. Der Diddler sagt: Ich glaube nicht, dass Hängens dabei ist, weil er nicht so viel Abos hat und auch. Und falls doch, wäre das Team viel zu OP. Ja, es wäre mega OP und außerdem bräuchten sie einen Holzschwert, um alle zu ficken. Marv Gaming YouTube sagt, Mini macht mit Cube, hat er in seinem Livestream, nicht Livestream gesagt. Ich ja nicht, außerdem dürfen Teams, laut 10.000 Kommentaren. Und dann, ja, es dürfen Teams
ein zweites Mal mitmachen, das haben wir auch schon 100 Mal gesagt. Die Regel wurde nämlich aufgehoben bei Varro 3. MC Expert hat auf Twitter geschrieben, dass er zu 100% mit Sturmwaffe macht und hat Sturmwaffe auch bestätigt. Und MC Expert hat gesagt, dass er auf 100% mit Sturmwaffe macht. Das habe ich gelesen. Oh. Ich lese weiter, weil er geht schon wieder. Und Hauptner von den Buddies macht mit Banks, da steht alles fest. Banks glaube ich aber noch immer, dass mit Pixel Wolf macht, weil das habt ihr mehrmals in die Kommentare geschrieben als Buddies und Banks. Danke dafür, auch wenn auch irgendwie nur die Hälfte stimmt. Dann Leon Puder oder so. Geschrieben, Basti Georgi und Hengels unter dem Hashtag UHC. Ich glaube, dass sie zusammen machen, weil sie viel zusammen in Leisten machen. Wenn sie machen, dann haben sie gewonnen. Ja, glaube ich auch, weil es wäre ein echt starkes Team. Ich habe das nochmal vorgelesen, weil Weilbaum. Dann schreibt auf einmal einer wieder die Schulte, oder wie auch immer das ist, Deo, wie auch immer. Basti Georgi und der Fabo unter dem Hashtag Baspo. Da haben wir gesagt, nee. Nee. Marv Gaming YouTube sagt, doch wo Veni vor 3 Tagen unser Team mit Cube gespielt hat, sagte, dass die Varro 4 zusammen machen. Wenn du dir das so sicher bist. Erstens, warum hat er dann ein Video gemacht, ja, Veni mit SG? Hashtag ist den Elefanten. Und warum sagt dann jeder zweite im Kommentar, dass Veni mit SG teamt? Aber trotzdem, danke. Zeus HD oder Zeus HD. Zeus. Warum haben wir nicht drinnen? Die brauchen wir gar nicht. Ja, warum haben wir Kopfhörer drin? Eliart und. So, ich kann den Namen nicht aussprechen. Und ich kann auch nicht den Hashtag aussprechen. Ist nicht mein Vermutungspart. Eliart und Revit. Hashtag Reload. Ne, Reloaded. So irgendwie. Dann hätten wir auch endlich wieder einen Partner für Enya. Danke dafür! Leon heißt er, hat geschrieben, Veni macht mit Turbination und Crankrofter macht mit SG, weil Minus gesagt hat, in einem Video, dass er bei Varro 4 wahrscheinlich nicht mitmacht, weil er keine Zeit dafür hat, wenn würde er mit Sinus machen. Veni macht mit SG. Turbination hat gesagt, er will nicht mit Veni teamen. Letzten Mal, sagt von wegen Pixelwolf mit Banks. Ich gucke jeden Stream und alles generell und er hat noch nie gesagt, dass er das macht. Ich glaube eher mit Let's Phil oder DeFabo. Danke für den Kommentar, aber warum schreibt dann wirklich jeder, dass Pixelwolf und mit Banks confirmed ist? Oder auf jeden Fall teamt? Weil das verstehe ich dann auch nicht mehr. Sie haben es ja auch letztes Mal gemacht, oder? War das nicht so? Banks ja, und Pixelwolf? Ja, dann darf er jetzt nochmal machen. Ja, eben. Leon Kolb sagt, Brammen und Jay kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube nicht, dass Brammen diesmal wieder mit Jay macht. Aber trotzdem danke für das Kommentar. It's Darkrai sagt, ihr habt Kilo vergessen. Hunter x Hunter Reference. Ja, da gibt's noch keinen fixen Teampartner. Deswegen Kugelka wird das nächste Mal vielleicht dabei sein. Haltet uns auf dem Laufenden so mal dazu, wir aber euch auf dem Laufenden. Kirtjan Tiedemann, Maudado und O-Saft, Mongo-Saft oder Maudado und Zombie-Schnecken. Danke endlich mal für den Hashtag. Ich glaube eher Maudado und Zombie, weil. Ja, naja, die sind glaube ich schon fix. Auch wenn O-Saft auch immer dabei ist, aber mit dem macht O-Saft, ich weiß es nicht. Das ist das Letzte. Ja, lol. Ja, lol, wir sind fertig. Oha, nach, ja, lol, Leute, nach 4000 Kommentaren durchgehen. Nach 3 Stunden Arbeit sind wir mal mit Aufnehmen fertig. Ich möchte mich entschuldigen, aber ab jetzt werden keine Kommentare mehr vom ersten oder von den letzten Videos beantwortet, sondern nur mehr von den neuen. Sorry dafür, aber ich brauche mal Zeit wieder, um die Videos, um die anderen Videos, was wir aufnehmen, zu rendern. Ich brauche mal Zeit für was anderes. Weil ich vielleicht glaube, ja, scheiß abgenommen mit einem Bastard, vielleicht froh, dass ihr Kommentare bekommt. Wir sind mega froh, dass wir Kommentare bekommen. Aber wir können nicht den ganzen Tag sitzen und Kommentare beantworten, weil es braucht auch Zeit. Ja. Und deswegen nutze ich eher die Zeit für irgendwas zu bearbeiten und eher um endlich mal wieder ein Top 10 oder sonst irgendwas zu machen. Ja, auf jeden Fall danke für eure. Wie findet ihr übrigens ein Top 10 Video, damit ich einen Ansporn habe? Findet ihr das cool oder nicht so oder ziemlich scheiße? Wenn ihr auf unserem Kanal geht, ein Top 10 haben wir schon gemacht, einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Wenn es euch gefällt, bitte liken, dann seht ihr, wie es
ob es euch gefällt oder nicht. Danke dafür und ich würde sagen, wir sehen uns wieder dann beim nächsten Warum News Video. Das kommt wieder in einer Woche und ich würde sagen, Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Ciao!